Hallo zusammen, ich bin's, der Philipp von Prodigy Productions und ich begrüße euch zu einem neuen Video hier von mir. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich den Hintergrund in diesem Video hier, was ich auf YouTube geladen habe, erstellt habe. Das ist ganz einfach. Wir brauchen dazu After Effects, CS4, CS5, ist egal. Und wir brauchen dazu Photoshop. Natürlich brauchen wir dazu auch noch einige Plugins in After Effects, die etwas teurer sind, aber ich finde, die lohnt es sich wirklich zu kaufen. Ansonsten könnt ihr euch auch mit den Demo-Versionen davon begnügen. Wir starten gleich mit Photoshop. Wir gehen hier auf File New. Hier geben wir eigentlich gar nichts ein. Wir klicken hier nur auf OK. Wir gehen jetzt mit einem Doppelklick auf unseren Hintergrund und ändern hier die Opacity auf 0%. Dann gehen wir hier unten auf das Masking Tool und nehmen hier die Custom Shape Tool. Hier oben können wir jetzt auswählen, was wir für eine Shape möchten hier, also für eine Schablone. Wenn ihr diesen Pfeil hier nicht habt, dann könnt ihr auf diesen hier klicken und geht hier auf All, dann fragt sie hier irgendwas, ihr klickt auf OK und jetzt habt ihr diesen Pfeil. Wir können jetzt diesen Pfeil hier so reinziehen. Okay, der ist mir jetzt noch ein bisschen zu dick. Wir klicken jetzt dazu hier auf diesen Mauszeiger und gehen hier auf Direct Selection Tool. Ich kann hier den ersten Eckpunkt markieren, mit Shift gedrückt halten, den zweiten und immer noch mit Shift gedrückt gehalten, den dritten. Ich kann jetzt diese Punkte beliebig verschieben. Wenn ich Shift gedrückt halte, kann ich diese nur auf der waagerechten verschieben. Genau das, was ich jetzt brauche. Ich möchte diesen Teil einfach etwas dünner machen und zwar etwa so. Das ist okay. Jetzt gehe ich hier auf File Save As. Das ist hier unten und zwar möchte ich das nicht als Photoshop-Layer speichern, sondern als PNG. Ich gehe auf OK und ich habe hier schon eins, das überschreibe ich jetzt mal. Gehe auf OK und jetzt kommen hier die PNG-Optionen und hier ist es ganz wichtig, dass ihr Interlaced ausgewählt habt. Ihr drückt auf OK und das war die ganze Hexerei in Photoshop schon. Okay, jetzt gehen wir hier in After Effects und wir gehen hier auf Komposition, neue Komposition. Ich nenne meine LED, ihr könnt eure nennen, wie ihr wollt. Ich mache bereits nochmal genau die gleiche Komposition. Nochmal kurz zur Komposition. Ich mache die 1280 mal 27, 29,97 Frames per Second und 10 Sekunden lang. Meine zweite Komposition nenne ich LED Source. Okay, und zwar in der LED Source, da fangen wir jetzt auch gleich an. Wir gehen hier mal auf File, Import File und dann wählt ihr hier euren komischen Pfeil aus, den ihr in Photoshop geschnitten habt. Wir ziehen den hier mal rein. Ich mache den Hintergrund mal durchsichtig, damit wir den auch gut sehen können. Okay, wir klicken jetzt mal auf P für die Position, gehen hier ganz an den Anfang unseres Videos und setzen hier die Stoppuhr. Wir möchten nämlich, dass der Pfeil hier ganz von links bis zu 2 Sekunden ganz nach rechts einmal durchs Bild fliegt. Und schon haben wir unsere Animation erstellt. Wir gehen jetzt auf Layer New Adjustment Layer und gleich nochmal das gleiche Spiel, ne, Layer New Einstellungsebene. So, die erste Einstellungsebene, die nennen wir einfach mal Echo. Und die zweite Einstellungsebene, die nennen wir Colorama. Zack. So, Echo, dieser Effekt, ich zeige euch den, dann geht ihr auf Effekt, Time. Und dann auf Echo. So sieht das Ganze aus. Echo ist nichts anderes. Er repetiert die Animation, die das Layer darunter animiert. Und zwar möchten wir jetzt 6 Echos haben und das in einem Abstand von minus 0,1 Sekunde. Das sieht dann so aus. Und hier haben wir noch eine Funktion, die nennt sich Decay. Und damit können wir einen Verlauf machen. Das heißt, von unserem Originalpfeil bis zum letzten Echo können wir sagen, die Opacity, sprich die Sichtbarkeit, soll hier stetig abnehmen. Das sieht dann auch ziemlich cool aus hier. Und genau das ist es, was wir jetzt brauchen für unseren Colorama-Effekt. Dazu gehen wir hier oben einfach mal auf Effekt Color Correction. Hier und dann hier unten auf Colorama. Colorama färbt euch einfach eure Shape hier, also eure Schablone so ein, wie ihr Colorama halt einstellt. Jetzt haben wir im Moment die Intensität eingestellt der Farben und die ist überall 100%, weil wir haben ja überall 100% schwarz. Zwar weniger sichtbar, trotzdem ist es noch schwarz. Und zwar möchten wir das jetzt auf die Sichtbarkeit ändern und das wäre der Alpha Channel. So, ihr könnt ja auch auswählen, welche Farben ihr da gerne hättet. Hier gibt es diverse Farben, die hier aus. Hier gibt es auch schon vorgegebene Sachen, wie ihr gerne möchtet. Ich lasse meins so bunt. Ich bin heute gut drauf und ich möchte heute ein buntes Video machen. Okay, wenn wir jetzt hier nah ranzoomen und wenn ich hier den Hintergrund schwarz mache, dann sieht man es besonders gut, dass die Kanten so komisch aussehen. Das kommt daher, wenn ihr eine Maske oder sonstige Bilder in After Effects importiert. After Effects tut immer automatisch die Kanten so ein bisschen abglätten und einen kleinen Verlauf hier hinzufügen. Das ist eigentlich ziemlich blöd.
Macht After Effects allerdings trotzdem, und es ist gar nicht mal so einfach, das hier einfach wegzukriegen mit einem Klick oder so, sondern da müssten wir hier schon auf unser Echo Layer gehen und dann nochmal einen Effekt hinzufügen. Dazu gehen wir auf Color Correction und dann gehen wir hier unten auf Levels. Nun ist es ganz wichtig, dass die Levels vor dem Echo Layer sind und nicht nachher. Dann gehen wir oben beim Channel der Levels, gehen wir auf den Alpha Channel, weil wir arbeiten ja nicht mit Farben hier, sondern hier mit Alpha Channel, mit der Sichtbarkeit. Wir machen dann das Alpha Input Black auf 127 und das Alpha Input White auf 128. So, perfekt, unsere Kanten sind perfekt, tipptopp und sauber. Okay, ich setze jetzt hier mal dieses Schloss hier auf unser Echo und Colorama Layer, damit wir da nichts mehr aus Versehen verstellen. So, was wir jetzt machen möchten, ist unsere Pfeile kopieren. Und zwar möchte ich noch ein paar kleinere Pfeile, die von der entgegengesetzten Richtung kommen. Dazu das Layer markieren, mit Ctrl-D duplizieren und ich nenne das neue kleine Pfeile. Wenn ich U drücke, dann sehe ich hier meine Keyframes, das spricht meine Animation. Und wenn ich S drücke, sehe ich meine Scale, die bringe ich jetzt mal ein bisschen runter. Ich mache hier meine Pfeile mal klein, so ungefähr. So, wenn ich jetzt nochmal U drücke und meine beiden Keyframes hier markiere, mit einem Rechtsklick auf die Keyframes, kann ich hier unten den Keyframe-Assistenten auswählen und gehe dann auf die viertunterste Option Time Reverse Keyframes. Da, wenn ich da draufklicke, das bedeutet im Prinzip, dass After Effects meine zwei Keyframes einfach spiegelverkehrt abspielt. Und das sieht dann so aus. Die kommen jetzt einfach rückwärts, die Pfeile. Das sieht noch ein bisschen blöd aus, weil die noch in die andere Richtung schauen. Das können wir aber einfach beheben, wenn wir R drücken, dann kommt die Rotation. Und 180 Grad gedreht sieht das doch schon ganz anders aus. Okay, wenn ich hier nochmal U drücke, sehe ich hier nochmal die Keyframes. Und zwar möchte ich, dass die Pfeile erst jetzt hier vorne sind. Da verschiebe ich hier einfach mal so ein bisschen das Layer. Okay, das ist perfekt. Genau das, was wir brauchen. Das reicht mir allerdings noch nicht. Ich möchte, dass ungefähr jetzt nochmal große Pfeile hinterherkommen. Und dazu kopiere ich hier nochmal die großen Pfeile und mache die doch noch etwas größer, damit das ein bisschen ein Unterschied ist. Und dann mache ich die hier viel, viel später, so ungefähr. Ich drücke hier nochmal U und dann mache ich die Animation hier nochmal ein bisschen kürzer, so dass diese Pfeile noch ein bisschen schneller kommen. So haben wir ein bisschen Abwechslung. So. Okay, das war's eigentlich schon, glaube ich. Ja, wir haben nichts vergessen. Wir gehen jetzt in unsere Hauptkomposition, in die LED-Komposition. Dazu ziehen wir jetzt hier einfach mal die LED-Source, die wir eben erstellt haben, hier rein. Gucken nochmal, ob das alles stimmt. Zack, zack. Jawohl, perfekt. Sieht super aus. Okay, wir machen jetzt eine neue Solid. Create New Solid, machen die schwarz und wir nennen diese Form. Klicken dazu auf OK und dann machen wir gleich noch eine neue Kamera. Gehen Layer New Camera. Ich mache die 35mm und drücke auf OK. Ja, bla bla bla. Okay, wir klicken das Layer an hier, Form, und gehen auf Effekt, Trapcode, Form. Das ist hier unten. So, ihr fragt euch jetzt bestimmt, was ist Trapcode Form eigentlich? Okay, das können wir jetzt schalten. Ihr könnt jetzt das LED Source Layer ausschalten und wir sehen uns jetzt hier mal Trapcode Form an. Trapcode Form ist ein Particle System, das in der 3D-Ebene gebraucht wird. Der einzige große Unterschied ist, wir könnten ja eigentlich auch Trapcode Particular oder die eingebauten Plugins von After Effects, wie zum Beispiel CC Particle World oder dergleichen nehmen, um diese Animation hier zu gestalten. Allerdings ist Trapcode Form der große Unterschied. Die Particles werden nicht geboren und sterben irgendwann wieder. Sprich, sie animieren, also sie sind im Prinzip gar nicht animiert. Es ist eigentlich einfach eine große Fläche, die man dann beliebig verändern kann. Und das probieren wir jetzt auch einfach mal. Wir können das hier auch mal drehen. Ihr seht jetzt, im Moment haben wir hier drei Ebenen und wenn wir hier in den Timer hin und her gehen, da bewegt sich gar nichts. Ich werde jetzt hier mal meine Kamera nochmal resetten. Einen Moment. So, Entschuldigung. Okay, wir klicken auf unser Form Layer. Wir gehen hier auf die Base Form und die Standardeinstellungen sind hier einfach mal ein Grid, sprich ein Gitter so wie jetzt und das ist auch genau das, was wir brauchen. So, die Size X und Y, das wird unsere Kompositionsgröße, sprich 1280. mal 27, so dass es im Prinzip bildschirmfüllend ist. Okay, wir möchten jetzt die Particles in X, möchten wir ganz schön viele haben. Ich drücke dazu Shift und die Pfeiltaste nach oben, um die zu vermehren in 10er Schritten. Ja, ich denke 140 ist okay. Und in der Z-Achse möchte ich nur eine haben, und zwar nur eine Fläche in der 3D-Ebene, weil wir da nicht mehr brauchen. Das wäre so viel mal zu der Baseform. Wir gehen jetzt hier mal auf die Particles
und wir möchten die natürlich etwas größer machen. Ich mache hier Größe 5 und dann mache ich hier noch von einer Sphere auf eine Glow Sphere. Okay, und wenn ihr jetzt eine Maske da drin einbinden wollt, so wie wir das möchten, da klicken wir einfach auf Layer Maps und gehen dann hier bei Color und Alpha, gehen wir auf Layer LED Source. So. Und dann möchten wir die Funktionalität von RGB, also sprich von den Farben, möchten wir ändern auf Farbe plus Alpha Channel. RGB and Alpha Channels. So, okay. Und das Map Over, das spricht dafür, wie sich diese Animation, sprich diese LED Source auswirken soll. Da gehen wir auf X und Y. Das ist, dass es sich in der waagrecht sowie senkrechten Lage auswirken soll. X und Z wäre dann waagrecht und in der dreidimensionalen und Y und Z dementsprechend das andere. Und hier unten haben wir noch zwei komische Optionen, auf die wollen wir jetzt aber nicht weiter eingehen. Ich klicke auf X und Y. Und was ihr jetzt sehen könnt, wow, es sieht richtig cool aus. Es sieht schon so aus wie eine LED-Wand, also richtig cool schon. Was wir jetzt noch verändern werden, ist, wir ändern jetzt mal kurz, überlegen, wir können die Particles noch ein bisschen kleiner machen. Ich finde die etwas zu groß. 3. Ja, 3 ist besser. 3 finde ich gut. So, jetzt werden wir eigentlich fertig mit dem ersten Formlayer. Jetzt kommt noch das zweite Formlayer. Dazu gehen wir wieder auf neue Solid. Hier sind wir. Und diese nennen wir jetzt FormBG Background. Okay. Gehen hier mit einem Rechtsklick drauf, gehen hier auf Effects und dann hier auf Track Code Form. Dann machen wir hier das ganze gleiche Spiel nochmal. Wir gehen zuerst auf die Base Form, machen hier 1280 mal 27, dann hier wieder 140, dann nur eine in der dreidimensionalen. Dann möchten wir die Particle Größe noch etwas größer, und zwar ungefähr 3. So, und jetzt können wir hier die Deckkraft noch auf ungefähr 25% runternehmen. So, perfekt. Okay, jetzt können wir hier bei der Random Opacity noch auf 20 erhöhen. Und das können wir eigentlich auch bei dem anderen Form nochmal machen. Hier die Random Opacity auf ungefähr 40 erhöhen. Damit das hier so ein bisschen, so einige LEDs sind schwächer, einige stärker. Nichts ist perfekt, so quasi. Wir nehmen hier noch das Hintergrundlayer hinter unser Formlayer. Und wenn wir jetzt hier mal in unserem Bildschirm klicken und Ctrl R drücken, dann kommen hier solche Linien. Und ihr könnt euch hier ganz einfach solche Marker setzen zur Hilfe. Ich ziehe mal die Linie von oben runter, um zu sagen, wo mein Floor später wird, weil ich will ja eine Reflexion am Boden haben. Okay, jetzt gehe ich hier oben mal auf mein Kameratool und bleibe da lang gedrückt drauf. Dann kann ich hier Track X und Y drücken und mit Shift gedrückt kann ich hier nur auf der horizontalen hoch und runter fahren. Ich möchte jetzt meine ganze Animation genau hier auf diesem Floor. So. Genau so. Also dieser Strich hier ist wirklich nur zur Referenz, damit auch alles richtig läuft. So, ich glaube, ich nehme hier meinen Form-Effekt. Drücke mal hier P und nehme den noch ein bisschen runter, der ist mir zu hoch. Ah, scheiße. So, hier. Nehme den so weit runter, so ungefähr. Damit ich auch noch was davon sehe. So, jetzt fangen wir mal an mit der Reflexion. Aber als allererstes, bevor wir anfangen, wir sehen hier, das ist immer noch alles hier ohne Hintergrund. Wir brauchen einen schwarzen Hintergrund, sonst sieht das ein bisschen komisch aus nachher. Das kann Fehler geben, etc. Wir machen eine schwarze Solid, nennen die BG und nehmen die hier ganz an Schluss. Okay, wir machen nochmal eine neue Solid und nennen die Reflexion unter die Kamera. Und mit F4 könnt ihr hier Toggle Switches machen. Und wir möchten auch, dass das hier ein Adjustment Layer ist. Dann gehen wir hier auf Effect und hier kommen wir schon wieder zu was von Red Guyan, und zwar Red Guyan Warp. Und dann gehen wir hier auf RG Reflection. Und jetzt können wir hier den Boden, den Floor, ein bisschen nach unten nehmen, bis auf unsere Hilfslinie. So, damit sich das perfekt spiegelt. Und das sieht super aus. Okay, jetzt möchten wir hier noch ein bisschen was verändern. Und zwar möchten wir, dass hier das Ganze
die Softness hier noch ein bisschen nach oben. Und dann können wir hier noch den Fade Start, Fade Length ein bisschen runterbringen. So. Ein bisschen mehr. So. So ungefähr. So sieht das ziemlich cool aus, finde ich. So, das war mal der Teil hier mit dem Hintergrund, mit den groben Einstellungen und alles. Jetzt möchten wir hier oben an unserem Video möchten wir noch ein paar Lichter einfügen. So wie ihr das in meinem Video gesehen habt, dazu gehen wir auf New Light. Und möchten, dass es ein Point Light ist, 100%, und ich nenne es Lux 1. Ich klicke auf OK. Und wenn ich jetzt hier mal die Taste P drücke, kommt die Position und ich ändere die auf 0, 0 und 0. Also, dass hier dreimal 0 steht. Dann sollte euer Licht hier oben links sein. So, jetzt kopiert ihr das Licht einmal, drückt wieder P und dann ändert ihr ja einfach die erste Position auf 100. Dann drückt ihr nochmal Ctrl-D zum Duplizieren, nochmal P für die Position, ändert hier auf 200 und so weiter und so fort, bis euer Bild ausgefüllt ist. Bei mir brauche ich dafür 12 mal das Licht ungefähr. So, 300, das nächste. 400, das nächste. 500. Wieder das nächste, 600. Und wieder das nächste, 7. Weiter geht's. So, mit 13 Lichtern, 14, Entschuldigung, hat es jetzt doch noch gereicht hier. So sollte das jetzt aussehen bei euch. Was ich vergessen habe hier, bevor wir die Lichter machen. Wir markieren hier mal alle Lichter und drücken mal AA. Und zwar die Farbe einzustellen. Wir nehmen hier sowas. Ein bisschen sowas Oranges. So, okay. Und wir können jetzt die Lichter hier wieder zumachen. So. So, jetzt zeige ich euch einen kleinen Trick, und zwar, wenn ihr so viele Layer von einem habt, ihr müsst oder wollt nicht alle sichtbar haben, so wie jetzt wir hier in unserem Fall. Ich nehme hier Layer 2 bis 14 und nehme hier das Pick Whip Tool und verbinde die mit dem ersten Layer. Und dann kann ich hier auf dieses kleine komische Ding klicken. Und wenn ich jetzt hier oben auf den hier klicke, zack, alle sind weg. Ich sehe hier, die Zahlen sind trotzdem noch hoch, also wir wissen, wir haben viele Layers, aber sie sind jetzt einfach verschwunden und das macht das Arbeiten für uns in After Effects natürlich um einiges einfacher, wenn wir hier einige Layer verstecken können. So, wir können jetzt unser erstes Licht hier mal markieren, drücken P und jetzt können wir das hier auch in eine Position beliebig verschieben. Ich nehme die hier mal ein bisschen nach unten, so ungefähr. Ich habe noch ganz was Wichtiges vergessen. Wir klicken hier mal auf Form, gehen hier nach unten und gehen hier auf Kalender Space und gehen hier von Off auf Vertical, damit wir hier in der Mitte so einen Spiegel haben. So, sieht doch ziemlich cool aus. Okay, wir machen jetzt ein neues Layer, New Solid, und nennen dieses Solid Looks. Auch das hier wird wieder eine Einstellungsebene. Wir gehen dann auf Effekt, Trapcode, Trapcode und auf Lux. Zack. Okay, jetzt können wir hier alles einstellen, wie wir das gerne hätten. Es kommt natürlich hier noch unter die Kamera. Und dann... Ah, verdammt. So, dann können wir hier noch zack und zack und zack
normal. Und dann können wir hier noch von natural auf radius oder glow oder was auch immer, auf natural. Die Intensity mache ich ein bisschen höher, so ein bisschen übertrieben fast schon. Die Softness mache ich auch noch ein bisschen so. Da könnt ihr halt selbst damit rumspielen, wie ihr wollt. Bisschen mit den Einstellungen hier auch ausprobieren. Okay, sorry, ich habe euch ein bisschen Blödsinn angegeben hier. Das ist keine Einstellungsebene, das ist eine ganz normale Ebene. Ihr könnt ja auch die Farben vom Licht verändern, wenn ihr zurück ins Licht geht und da die Option ein bisschen verändert. Okay, jetzt möchte ich hier das Ganze noch ein bisschen so scheinend haben. Dann mache ich hier mal eine neue Solid. Gebe ein Shine. Gehe hier auf Trap Code. Shine. Und wir können jetzt hier alles nochmal verändern, wie wir das gerne hätten. Und zwar mache ich jetzt die Raylänge. Das zurück. Was passiert, wenn ich das hier ein... Nee, das ist nichts. Schein, genau. Und wir können jetzt auch hier die Farben noch verändern. Das geht hier, muss ich mal selbst hier unter Colorize. Können wir hier auf One Color gehen. Können hier auch die Farbe noch ein bisschen verändern. Wir können hier das ein bisschen kühler machen. Wie wir das gerne hätten. Ihr könnt es natürlich auch ganz weglassen, wenn ihr wollt. Ja. Boost Light ein bisschen nach oben noch. So. Wie ihr wollt. Schon wieder einen Fehler gemacht. Natürlich muss das eine Einstellungsebene sein. Und dann können wir die Raylänge auf 0,0 machen. Und dann möchten wir das natürlich nicht nur blau haben. Wir möchten hier, nehmen wir 5 Color. Oder None. None. Genau, None habe ich gesucht. Okay, None. Und dann können wir hier die Raylänge ein bisschen verändern. Und können ja diverse Einstellungen vornehmen. Oder ihr könnt es auch weglassen, wie ihr wollt. Also, ich finde, es sieht noch cool aus. Kann man so lassen. Okay, ich mache hier nochmal eine neue Einstellungsebene. Gehe dazu auf Layer New. Adjustment Layer, um dem Ganzen hier noch eine kleine Color Correction zu machen. Ich mache das jetzt ganz einfach und gehe hier auf Magic Bullet Looks. Ihr könnt natürlich auch hier auf Color Correction, dann hier auf Curve gehen. Ich gehe auf Magic Bullet Looks, dann auf Edit und jetzt geht mir hier das große Fenster auf und jetzt kann ich hier ein bisschen meine Farben, ich mache das mal kleiner, damit ihr auch was sehen könnt. So. Meine Farben hier ein bisschen einstellen. Ich habe jetzt dafür aber in diesem Tutorial leider keine Zeit, um hier weiter darauf einzugehen. Darum nehme ich jetzt hier einfach irgendwas. Eine voreingestellte Ebene nehme ich dazu. Und zwar nehme ich... Ich nehme... Was nehme ich denn? Judah, sieht gut aus. So, das war's jetzt eigentlich auch schon mit dem größten Teil von meinem Tutorial. Jetzt könnten wir eigentlich nochmal hier auf Layer New Solid gehen. Und wir nennen die Flare. Und wir können jetzt hier mal mit einem Rechtsklick auf Effects, dann Video Copilot, Optical Flares gehen. Wer dieses Plugin nicht hat, sollte hier mal auf videocopilot.net gehen, denn die haben wirklich tolle Sachen. Klicken hier unten auf die Render Mode on Transparent. Dann, wenn wir hier auf die Option klicken, geht uns hier dieses Fenster auf. Wir können hier Show Presets machen. Hier hat es einige Presets. Ihr könnt natürlich auch selber einen Optical Flare machen. Ihr könnt es auch mit diversen anderen Softwares machen. Ich nehme hier so eine vorprogrammierte Flare, mache die hier oben rechts hin. Ich finde, diese Streifen da müssen nicht sein. Das wären zum Beispiel der hier. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, kann alles weg.
So, und dann kann ich das Ganze hier nochmal mit Ctrl-D kopieren. Ich finde aber, da kann man noch was dazu nehmen, und zwar so ein Schimmer. Dazu gehen wir hier mal auf Lens Objects und hier so eine Streak wäre noch ganz cool. Und auch hier bei dem anderen können wir nochmal hier, zack, Lens Objects Streak. Und dann nehmen wir hier den zweiten und machen den genau in die andere Richtung hier unten rein. So, das sieht cool aus. Okay, jetzt können wir hier mal ganz auf den Anfang gehen. Markieren hier unsere beiden Flares und machen hier einen Keyframe für die Brightness. Und dann machen wir das richtig hell hier. So, und dann gehen wir hier auf ungefähr so, so eine halbe Sekunde oder so und machen es dann wieder auf 100%. Und das gleiche machen wir hier mit dem anderen. Wir gehen ganz an den Anfang. Gehen hier ganz an den Anfang. Keyframe für Brightness. Machen hier richtig viel Brightness. Ungefähr so. Gehen ein Stückchen nach vorne. Und machen dann 100%. So. Das gleiche könnt ihr auch mit dem Licht hier oben machen. Wenn ihr hier mal auf die Einstellung geht, seht ihr hier Light Options und dann Intensity. Ihr geht hier ganz an den Anfang, macht einen Keyframe und dann könnt ihr die Intensity dann etwas nach oben machen. Sorry. Schon wieder was falsch gemacht. Ich muss das natürlich nicht bei den Lichtoptionen machen, sondern hier beim Lux. Bei unserem Effekt Lux. Hier kann man die Intensity von allen gleichzeitig ansteuern. Machen die richtig hell, richtig hell. So, gehen hier nach vorne, wo wir unsere Flares. Und dann machen wir die hier auf 100. So, das hier am Anfang so ein heller Lichtblitz ist. Zack. Und dann könnt ihr jetzt hier beliebige Kamerafahrten einbauen. Ihr könnt Texte einbauen, Titel einbauen. Es ging mir jetzt einfach darum, euch hier mal zu zeigen, wie ich so einen Hintergrund erstellen kann. Okay, ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über weitere Abos, gute Kommentare und gute Bewertungen sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Das war's für heute, euer Prodigy.